In Geschichten, egal ob kurz oder lang, gibt es immer einen Erzähler. Dieser Erzähler nimmt eine Position ein, nach der Deutschlehrer gerne fragen, denn es gibt unterschiedliche Erzählperspektiven. Um da wirklich durchblicken zu können, muss man zunächst einmal einiges beachten. Ganz wichtig ist es, den Erzähler nicht mit dem Autor zu verwechseln. Sicher gibt es Texte, bei denen Autor und Erzähler übereinstimmen, wie zum Beispiel bei der Wiedergabe der eigenen Meinung oder bei einer Autobiografie, aber gerade bei Prosatexten ist es in der Regel nicht so. Klar, der Autor erzählt die Geschichte, der Erzähler ist aber die Person, aus deren Sicht die Geschichte erzählt wird. Und das muss nicht der Autor sein. Die Unterscheidung der Erzählperspektiven ist nicht immer einfach, denn in manchen Texten kommen mehrere Erzähler in Frage und der Unterschied ist nicht eindeutig erkennbar. Nicht zuletzt, weil die Perspektive innerhalb eines Textes auch wechseln kann. In kürzeren Texten kommt das zwar eher selten vor, aber gerade in Romanen ist das eine gängige Methode, um Spannung und Abwechslung zu erzeugen. Während der Schulzeit unterscheidet man meist drei Arten von Erzählern: den auktorialen, neutralen und personalen. Wir beginnen mit dem auktorialen Erzähler. Der auktoriale Erzähler ist so etwas wie der Erzähler einer gruseligen Geschichte am Lagerfeuer. Er weiß alles, erzählt aber nicht gleich alles. Er führt durch die Geschichte, erzählt sie als Unbeteiligter und hat einen Blick von ganz oben. Trotzdem sieht er nicht nur das, was passiert, sondern kennt auch die Gründe dafür, weiß, wie sich Personen fühlen und kennt die Zukunft. Der auktoriale Erzähler betrachtet also nicht nur die Außen-, sondern auch die Innensicht der Geschichte. In den meisten Fällen wird die Geschichte in der Er- oder Sie-Erzählform geschrieben. Der Erzähler bewertet, kommentiert und erklärt Situationen, um sie dem Leser verständlicher zu machen und ihn in die gewünschte Richtung zu lenken. Der neutrale Erzähler ist vom auktorialen Erzähler kaum zu unterscheiden, denn auch er weiß alles und kann dem Leser nicht nur Dinge vorenthalten, sondern ihm auch etwas erzählen, was die Figuren der Geschichte vielleicht gar nicht wissen. Dennoch scheint er eine große Distanz zum Geschehen zu haben, was man vor allem dadurch merkt, dass er nicht bewertet oder kommentiert. Das erkennt man auch daran, dass er die Er- oder Sie-Erzählform nutzt, allerdings dann meist nur beschreibt, was passiert. Die Gründe bleiben oft unerklärt oder werden durch viele Dialoge deutlich. Oftmals bedient sich der neutrale Erzähler der Möglichkeit, die Sicht vieler Figuren darzustellen, indem die Geschichte zu einem großen Teil aus Dialogen oder erlebter Rede besteht, sodass die Figuren ihren Charakter, ihre Meinung und ihre Gründe selbst offenlegen und der Erzähler es nicht tun muss. Dadurch kann der Leser sich selbst ein Bild des Geschehens machen. Aus diesem Grund wirken Passagen, in denen der Erzähler Situationen beschreibt, oft eher wie ein Bericht über das, was man in einem Film sieht, wenn gerade nicht gesprochen wird. Es bleibt noch der personale Erzähler, der gerne in Kurzgeschichten zum Vorschein tritt. Er schildert die Sicht einer oder mehrerer Figuren, bewegt sich also quasi auf Augenhöhe mit den Protagonisten und weiß nur das, was sie wissen. Das bedeutet, dass dieser Erzähler eine geringe Distanz zum Geschehen hat. Das hat zur Folge, dass der Leser aus dem, was er durch eine Person erfährt, auf die Gründe schließen muss, die eine andere Person hatte. Der Erzähler kann aber innerhalb der Geschichte die Figuren wechseln und so die Geschichte nicht nur aus der Sicht einer Person, sondern auch aus der Sicht mehrerer Personen erzählen. Dies sorgt häufig für Sprünge in der Handlung, da zwar der Leser dadurch mehr erfährt, die Handelnden aber immer noch nur das wissen, was sie selbst erlebt haben. Darum überwiegt auch die Innensicht der Geschichte, die häufig durch Monologe oder Dialoge, also durch Gedanken und Gespräche geprägt ist. Personale Erzähler nutzen oft die Ich-Erzählform, lassen also eine Person ihre Geschichte aus ihrer Sicht erzählen, aber auch die Er- oder Sie-Erzählform wird gerne genutzt, was es manchmal schwierig macht, den personalen vom auktorialen Erzähler zu unterscheiden. Die Einordnung der Erzählperspektiven ist nicht immer einfach und in manchen Geschichten wechseln sich nicht nur Personen ab, sondern eben auch die Perspektiven. So blöd das für Schüler ist, die die Erzählperspektive in einem Aufsatz nennen sollen, so gut tut es mancher Geschichte, weshalb es nicht schlimm ist, wenn man sich mal nicht sicher ist, welche Perspektive der Autor denn gewählt hat. Im Zweifel erwähnt man einfach, dass er sich wohl zwei Erzählperspektiven bedient hat, was die Geschichte nicht nur lebendiger und spannender werden lässt, sondern Abwechslung bringt und dem Leser so ein Rundumvergnügen bietet, das nicht nur den Inhalt betrifft, sondern auch die Art der Präsentation.